Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute in unserem Gesundheitsfernsehen. Wir hatten schon mal ein ganz spannendes Interview mit zwei wunderbaren Frauen zum Thema Eintritt der Seele in den Körper. Heute sprechen wir mal darüber, was braucht eigentlich die Seele, um glücklich aus unserem Körper austreten zu können? Was passiert da überhaupt? Und da gehen wir heute auf eine ganz spannende Reise mit unseren Gästen. Freuen Sie sich drauf. Bis gleich. Hallo ihr beiden. Schön, dass ihr wieder da seid, liebe Barbara, liebe Bachitnur. Du bist ja schon auch bekannt bei uns als Ärztin, Heilerin, Autorin. Und wir haben auch immer ganz besondere Themen, weil du Menschen natürlich auch in besonderen Lebensphasen begleitest, wo oft Themen im Raum stehen, die nicht greifbar sind. Und oft verbirgt sich eine ganz die lebhafte Geschichte von Nichtlebenden hinter denen. Oh ja. Ja, genau. Und ich freue mich, dass wir heute, du bist wirklich auch ihre Freundin und Begleiterin, hast sehr viel Erfahrung auch mit den Patienten gemacht und was sich auch hinter den Geschichten verbirgt, wenn jetzt jemand wirklich mit Herausforderungen kommt. Meine Frage an dich, Bachit, nur, was braucht denn die Seele, um wirklich hier zu sagen, okay, ich bin fertig, es ist okay und ich kann wirklich in Frieden gehen? Weil wir haben ja oft auch das Thema, dass dann verstorbene Seelen so zwischenhängen und noch ein bisschen Rambazamba machen und sagen, nö, da ist noch was nicht abgeschlossen. Um wirklich glücklich von hier zu gehen, wir finden keinen Mensch, der sagt, ich habe in diesem Leben überall glücklich und so. Das immer gibt es irgendwelche Momente, womit Menschen sind nicht zufrieden mit ihrem Ablauf ihres Lebens. Ja? Gut, man schließt am Ende des Lebens zu Ende irgendwie Frieden oder nein. Für mich ist das Unwissen der Menschen, ist das Problem. Unwissen der Menschen und das, wie gibt jenseits, was die Seele betrifft, viele identifizieren sich nur mit dem Körper. Das ist die Ende. Körper. Wenn ich heute ziehe ich diese Kleidung aus, ziehe andere Kleidung, ich bleibe doch Bachit nur. Und so ist das Moment des Todes, Sterbens, Tod. Ist das bedeutet nicht, das ist die Ende. Wir wechseln unsere Seele, ist die Unsterbliche. Mein wahrer Kern, was ich bin nicht nur der Körper, diese. Das ist nur ein Gehirn, das ist eine Autofahrt, in dem es ist ein Haus. Ich kann Haus wechseln, auch viel besser. Die Seele, erstens, anerkennen, sehen. Zweite, wie ist das weiter? Tod endgültig oder nein? Moment des Todes, womit der Mensch seine Glaubenssätze, seine Traumata, die welche nicht gelöst. Dieser Mensch muss gehen von dieser Welt völlig losgelassen, mit allen seinen Problemen richtig erlösend geht es, richtig in Frieden, in Vertrauen geht es, in Vertrauen und Glauben muss er nicht bei Gott sein, in Vertrauen, in Glauben, das ist alles, ist die hier, wenn sogar an Gott glaubt nicht oder was, dann lösen hier alles in Vertrauen, abgeben alles in Vertrauen und ohne Anziehungskraft, ohne an jemanden sauer, ohne jemanden warten, ohne dass von jemandem gestört zu werden bis zu Ende, ohne dass er in eine Spannung, in ein Ungleichgewicht geht. Ich hatte auch mal ein Interview mit einer Sterbebegleiterin, die wirklich erzählt hat, dass die Menschen, die so verhaftet waren mit Religion, mit Bestrafen und Fegefeuer und Hölle, dass die unglaublich sich schwer getan haben, ganz zu gehen und auch wie so Angst hatten. Gell? Weil, also das ist auch ganz speziell. Gell? Diese Schuldgefühle, einmal Schuldgefühle, einmal Geiz, Gier, es ist so viele, diese menschlichen Gefühle, welche hier sind, die können uns einfach in einem Festhalten hier in irdischen Schwingungen. Sie suchen Videos zu einem bestimmten Thema? Dann lassen Sie sich durch die KI-Sana-Suche die inhaltlich relevantesten Sendungen zu Ihrer Suchanfrage generieren. Ich
von davon, der erste Schritt Anerkennung der Seele, wenn der Mensch weiß, Seele, dann fängt er an, erster Schritt gemacht, dann fängt der zweite Schritt an. Zweite, wo kommt die Seele her, was bin ich? Ich habe schon so viele ältere Leute erlebt, welche habe ich ja, waren in meinem Vortrag, wo die haben sie mich gefragt. Ich habe gesagt, nach dem Tod, so geht dort Absolution, da wird es die Engel warten, ja, Engel. Und es immer gibt es beim Austritt aus dem Körper, Seele, wenn tritt aus, sie ist erstmal, muss gewöhnen an diese frei. Sie kann es nicht, noch nicht halten sich, ja. Und der Mensch schockt andere Situationen, in jede Situation fühlst du wohl, wenn du siehst, du einen bekannten Gesicht, ja. Dann atmest du. Und da ist immer, diese Seele wird empfangen von einer Seele, die welche in Licht gelöst ist. Immer gibt es. Ob ist das gute Freunde, welche gegangen, ob das die enge, vielleicht Familienkreis, Elternteil, die welche gelöst ist, das, die wird es immer empfangen, da stehen. Und Engelwesen, Lichtwesen stehen. Und so wird es empfangen mit letzter Ausatmen, die Seele löst sich aus dem Körper, der wird sofort empfangen. Es ist in jeder Stufe gibt es empfangen und dann verarbeiten, generische und dann gehen. Engelwelt, weiterleben. Und so habe ich den, das Engel werden begleiten, wie die sind und so. Und wo die älteren Leute haben sie, die haben sie danach sind gekommen, haben sie mit Tränen in die Augen, haben sie gesagt, Frau Bachert, nur schreiben Sie darüber doch das Buch. Wissen Sie was? Die waren 80 Jahre, über 80 Jahre, haben sie gesagt, unser Leben, wie schon bereiten wir uns auf anderes. Wissen Sie, heute bin ich gekommen, wir sind gekommen, das ist der Stand. Wir haben es so erleichtert gehen, wie es, dass so schön ist das. Ja. Sie beschreiben es so schön. Ich sage, ja, es ist schön. Und da habe ich erzählt, was ich gesehen habe, was mir gezeigt haben. Ja. Ich sage, das ist so schön für uns. Wir gehen jetzt nach Hause so erleichtert und danke, danke. Die haben sie tausendmal bedankt zum Beispiel. Ja. Das ist das, der Punkt, Angst auch hängt uns zu gehen. Ja. Viele, wisst ihr, was in Koma liegende oder Menschen, ja, die manche können sie nicht sterben, gehen sie, weil die haben sie Angst zu gehen, zu sterben. Und schon ist Leben hier nichts mehr wert. Und können sie nicht gehen, weil die wissen sie wohin, nicht wohin, was ist. Und deswegen sage ich, Problem. Unsere hier große Problem, außer des medizinischen Ursachen, Unwissen. Unwissen über die Seele. Unwissen und wahrer Glaube, Gott. Unwissen der Menschen. Wie ist das? Ist das diese Welt? Ist das einzige Welt, zu denken, dass wir sind nur einzige Welt? So eng ist, wie wir geworden sind. Und aus dieser Enge, diese Unwissen. Wissen macht frei. Wissen löset sich davon auf. Problem ist die Unwissen. Barbara, du hast vorhin gesagt, ja, du hast noch so eine grad, schöne Geschichte. Es ist gerade mir was auch gerade, wo du das erzählst, ist mir gerade so wie Schuppen vor den Augen gekommen. Ein Fall, der mich auch sehr berührt hat, Bachit Nova oder Corinna. Da war ein Vater, mittlerweile schon 70, seine 18-jährige Tochter ist gestorben. Die ist bereits im Licht gewesen. Und er ist dann verstorben mit über 70 und war in, sozusagen in der Zwischenwelt, glaubte aber nicht ans Weitergehen. Also der wusste nicht, ja, oder hatte ein Problem und ist in der Zwischenwelt stecken geblieben und war nicht bereit, nach Hause ins Licht zu gehen. Und dann, es ist so spannend, dann kam die verstorbene Tochter und hat Klavier gespielt. Und dann wusste er, da gehöre ich hin und ist anhand von der Tochter, die er dort wieder gesehen hat, auf der anderen Seite, hat die Tochter ihn abgeholt, weil er war Klavierlehrer und seine Tochter, sie haben immer zusammen Klavier gespielt und das hat mich so berührt. Dann ist er mitgegangen, weil er es, ja, es war so schön. Ja, das ist die vorgegangene Tochter hat ihm geholt, zum Beispiel. Das ist die, es gibt so das viele Lösungen. Ja, abgeholt. Es ist die Welt dort, ist die so liebevoll, ja, es ist die, aber die hart, diese Dinge, die sind die Trauma, diese, wenn man in einer Raumzeit wird, gesperrt in ihre, die viele
sind verweilen, sie sind schon gestorben, aber die wissen sie nicht, noch immer in diesem Todeskampf befinden. Mhm. Viele befinden sich in Traumaerlebnisse, was sie erlebt haben im Leben und können sie nicht gehen, weil sie sind in diesem Trauma drin stecken, sie so fest. Und da ist das zum Beispiel im Christentum Absolution, in jeder Religion, in muslimischer Religion gibt es auch, kommt der Mullah und der Gebet liest. Die sind alles so automatisch so geworden. Kommt und dann du liest seine. Aber in Wirklichkeit hinsetzen, Hand halten und was ihm so an seine Seele, dass er erzählen kann. Seelensorge, sagt man, nicht was anderes. Seelensorge. Was ist das? Sorgen die Seele. Loszuwerden. Und wenn man die Menschen, die welche nie haben sie gesprochen, die Sachen traumatisiert, über die nie gesprochen haben, nie gelöst haben. Und das ist das, das muss zum Sprache kommen. In dem Moment, wo das zur Sprache selber, wenn ich rede über meine Erlebnisse selber, dann lebe ich nochmal an vor Augen und höre ich wieder. Schon bei mir selbst geht Verarbeitungsprozess. Und wenn hört mit und sie kann noch irgendwann Anteil geben. Aber es eben muss man mit dem Menschen teilen, die welche hat gehört zu dir und hat die Herzliebe. Das ist das Bewusstsein dafür, das zu verstehen, den Zustand den anderen. Und ihm richtig in diesem Moment verhelfen in diese andere Situation. Also da gab es ja noch so eine Geschichte, gell? Darf ich noch mal was erzählen? Also das hat mich auch, also ich bin auf eine Beerdigung eingeladen gewesen von einer Freundin von mir, die leider gestorben ist und sie hat, war eine Atheistin, die hat an nichts, die hat nicht geglaubt, dass es danach weitergeht. Die hat auch immer zu mir gesagt, nee, mit dem Tod ist alles fertig, da gibt's nichts, da ist sie überzeugt von. Und ich war auf der Beerdigung und sie war was spirituell und da war eine Trauerrednerin und dann wurde gesprochen. Und dann war ich auf der Beerdigung und bin dann danach heimgegangen. Und eine Woche, ungefähr so eine Woche später bin ich Bachet nur besuchen gegangen. Und habe mein Auto abgestellt und dann klingel ich so, hallo Bachet nur. Und sie sagt zu mir, hallo Schatz, wen hast du denn da mitgebracht? Und dann musste ich so, ich bin doch alleine. Da sagt sie, nein, aber das. Und ich zum Auto geschaut. Ich sage, ich bin doch alleine. Sagt sie, nein, da ist jemand und beschrieb genau die Freundin von mir. Dann sage ich, Martina. Dann sagt die Bachet nur zu mir, sie nickt. Und dann, weil ich war ein bisschen auf dem Abend bei der Bachet nur. Und dann hat sie gefragt, ob sie ein Gespräch haben könnte auf morgen früh, ob ich einverstanden wäre. Und Bachet nur hat mich so gefragt, deine Freundin fragt. Dann habe ich gesagt, ja, ich war ein bisschen überrascht. Und weil ich habe Bachet nur gar nichts davon erzählt, die wusste das nicht. Und am Frühstückstisch sagt sie, bist du jetzt bereit? Sollen wir anschauen? Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann haben wir uns ins Arbeitszimmer von der Bachet nur eine Kerze angemacht. Und da war tatsächlich das Problem, die Freundin, die war ja Atheistin, erstmal, die ist, hat leider einen Krebs gehabt und ist im Krankenhaus mit viel Morphium in die andere Dimension gegangen, in die andere Welt. Und dadurch wusste sie gar nicht wirklich, dass die bereits tot ist. Okay. Die war wie in der Zwischenwelt gefangen und war überfordert. Und dann hat die Bachet nur... Ja, die Feuerbestattung war, ne? Das genau, war, und dann, Bachet nur, ich gebe an dich weiter. Feuerbestattung, aber ich weiß nicht davon. Und das Erste, habe ich gesagt, um Gottes Willen, brennt, habe ich ihr gesagt. Okay. Sie sagt, ja, das, ich habe sie dir gesagt. Ja, du hast gesagt, ich bin überfordert, hast du so gesagt, ja. Diese Seele. Freundin, sie ist überfordert, einmal, sie ist unter Schock, weil sie hat überall den Rauch gesehen. Und Bachet nur macht Rauch. Pass auf mit dem Mikrofon. Verzeihung, so ist es eben gewesen. Ja. Und dann, Rauch. Ich habe gesagt, warum sie ist in Rauch? Ja. Sie liegt in Rauch und sagt, oh, sie ist Feuerbestattung gewesen. Ja, genau. Und das ist, sie hat es nicht gewusst. Der Tod war trotzdem ist nicht so ganz da vorhanden, ist, weil die viele schicken sie, obwohl steht schon da, aus lauter Angst
die Verwandte wollen sie darüber nicht reden, schonen sie, und der sterbende Mensch hat immer noch Hoffnung, weil aus Angst. Mhm. Und dadurch bleibt es hängen. Und dann Feuerbestattung, und dann haben wir seinen Schmerzzustand, und so haben wir gelöst. Ja? Also du erklärst dann der Seele, das ist dann so spannend, die Bachit nur erklärt der Seele, dass die bereits verstorben ist, und zeigt ihr auch das Licht, und dann öffnet sie der Person das Bewusstsein, auch in der anderen Dimension zu sehen, dass es dort weitergeht, im Licht. Alle wir Menschen gehören ins Licht, und es ist deine Aufgabe tatsächlich, Bachit, nur die Menschen, die Verstorbenen auch zu zeigen, wie sie nach Hause gehen können. Ein Teil deiner Arbeit. Von diesem Ufer, wenn man Fluss nimmt, und der Fluss scheint dem Mensch, diese Seele verstorben, unüberwindbar, ich verhelfe es rüber auf die andere Brücke, dass die zu gehen, dass da Brücke gibt es, und da ist das die Licht dahin, ja. Die sind Menschen in irdische Schwingungen. Jeder hat Engelwesen, jeder hat nahestehende Verwandte verstorben, ja. Aber der ist nicht so weit in seinen Schmerz drin, Kummer, so gefangen, dass er sieht nicht und nicht bereit zu hören. Habt ihr mal? Ich bin nur, ich verhelfe, ich höre es, sehe ich und verhelfe ich das. Habt ihr mal eine Erfahrung gemacht mit einer Seele, die sich umgebracht hat? Selbstverständlich haben wir. Was passiert da eigentlich mit der Seele? Weil auf der einen Seite triffst du ja mehr oder weniger bewusst oder im Schock oder unter Drogen oder was auch immer die Entscheidung. Es ist so, werden Sie viele vielleicht damit nicht einverstanden. Aber ich sage, es ist jede Krankheit, ist auch freie Entscheidung von den Menschen zu sterben. Ich sage, ja, Krebspatienten öfter ist das ist der Leiden auf Kosten dieser Dinge. Und wenn ein Mensch hat sich entschieden, Selbstmord zu begehen, ganz bewusst mit irgendwelchen Situationen nicht zu klar gekommen und so alles, wieso sollte er verdammt werden? Ist Erlösung. Immer gibt es. Immer gibt es Erlösung. Immer. Man sagt halt, wenn man die Herausforderung, die man da nicht bewältigt, aus dem Weg geht, kommen wir dann wieder und kriegen eigentlich das gleiche Thema wieder präsentiert. Stimmt das so? Zum Beispiel, wie selbstverständlich, es gibt es doch in täglich grüßt dein Murmeltier hier mehr. Jeden Tag 6 Uhr. Wir sind hier auf der Erde, so Seelen. In Buddhismus sagt man, wie viel auf dem Baum gibt es die Blätter, so viele Reinkarnationen gibt es. Und ich sage, wisst ihr was? Wir sind so viele von uns in einer Klasse Wiederholungstäter. Wir sind sitzen geblieben so oft, weil wir haben Probleme nicht eingegangen, nicht gelöst, kommen wir wieder. Und komischerweise komme ich dann nur auf Adlerblick, sehe ich, sage, nein, das will ich ja wieder neu mal. Es wird immer freier Wille. Dann kommst du wieder, das wieder gut zu machen oder wieder erleben. Aber es ist eben Leben hier, kommst du in irgendwelche Bedingungen und manchmal wieder gefangen wirst du. Wieder gefangen, bis dass du kommst. Und da ist das die Lösung, gibt es Vergeben, Dankbarkeit, Liebe. Und was ist denn so ein klassisches Thema von jemand, der sich umgebracht hat, wenn du dem nochmal begegnest? Klassische Thema gibt es nicht. Es gibt das nicht. Es gibt die, das hängt von Umgebung an, von ihm selber. Am meisten ist dieses Selbstmordbegehen gefühlsemotionale Mangel. Diese Menschen unglücklich. Unglücklich, die Menschen kommen sie nicht zurecht. Die Menschen, die welche wollen sie nicht auch anderen was antun oder sowas, die haben sich, ich finde, es gibt einige willensstark. Ich sage, willensstark, geht einfach, will er. Und wenn er will, es auf diesen Weg gehen, dann ist das seins, da hat es was man Mensch zum Lernen, auch Umgebung hat zu lernen. Unsere Vorstellung, ja, über meine Seele, über mich selbst darf ich nicht entscheiden, aber ich denke, wenn jemand über mich selbst entscheidet und tötet mich, das darf man nicht. Aber ich habe noch immer Recht, über mein Leben selbst meine Entscheidung zu treffen. Oder ich treffe über die Krebskrankheit auch Kostenleiden von meiner. Oder sage ich, gehe es das einfach. Ist deswegen ist das die hier Moral. Es muss man
von alle Seiten anschaut. Ja, und vor allem ist das, muss man sehen, Einfluss im Moment, so viel Einfluss, wenn man selbst manchmal begeht. Ja. Ich sehe, es ist manchmal die Mütter, ich habe es gesehen, katastrophale Sachen. Ja. Die schwangere Mutter hat es auf ihrem Bauch, Handy hat gelegt oder das und das, auf die schwangere Bauch, Handy, und schaut sie Handy an. Und Computer auf dem Bauch, ja, Schwingungen. Mhm. Jetzt ist das Autisten, so viele Autisten. Mhm. Jetzt so viele Krankheiten gibt es. Gehirnprobleme, die sind die kommunikationsgestörte Kinder, Menschen. Diese ganzen Schwingungen, man muss es wie Menschen und trotzdem, wir Frauen haben eine besondere Verantwortung. Besondere, da wir tragen wie Kind aus in unserem Bauch. Ja. Wir haben besondere Verantwortung. Es ist nicht nur das Kind auf die Welt bringen. Wir müssen diesem Kind auf die Welt sicher schicken. Und wenn ich das sage, wenn die Frauen werden sich heute ein bisschen von mir angegriffen fühlen, ich möchte mich entschuldigen, aber ich wiederhole wieder. Wir haben eine besondere Stelle. Wir haben besondere Verantwortung. Wenn wir haben dazu, dass die 9 Monate tragen wir Kind in uns drin, dann haben wir Verantwortung im Versorgen mit allen Nahrungsmitteln. Dann haben wir, wenn ich nicht schaue, meine Information ist okay, gut, dann ist das, dann muss ich am wenigsten mit dem klarkommen, ob ich das mit Handy, wie komme ich elektrischer Smog? Ist schon längst bewiesen, gibt es so viele wissenschaftliche Berichte, dass der elektrische Smog auf Gehirn wirkt. Mhm. Also auf das Gehirn wird auch noch interessant werden, wie ja, sich da die ganzen... Ja, und dann ist das diese Dinge, alles wirkt es. Und wenn diese gestörten Kinder, gehen sie auf die Welt. Und wenn sie nicht mit Leben zurechtkommen und irgendwann Selbstmord begehen und so alles... Ist das nur er? Ist das die Produkt, das ist diese Tat, ihm zu urteilen? Oder das, was geschehen, diese Struktur, in dem System wir leben, wo im Mikroklima, wie es zu Hause mit ihm umgegangen sind? Alles. Wie viel ist das damit zusammenhängt? Das ist eine ganz spannende Frage, ja. Gell? Entscheide ich als Seele, ja. Um die Erfahrung es zu machen? Es muss man sehen, Endergebnis, nicht nur der Selbstmord muss man sehen. Mhm. Muss man dazu sehen, was ist dazu, hat diesen Mensch geführt? Wie ist das geführt dahin? Dann siehst du das, was für eine Last, mit welcher Last dieser Mensch nicht zurechtgekommen ist. Welches Recht habe ich, ihm zu urteilen? Mhm. Abschließend, ich habe noch eine Frage. Dieses, was auch immer wieder erzählt wird, dass wie so ein Film abläuft über mein Leben, was die Seele in dieser Inkarnation quasi gut, schlecht gemacht hat, dass man wie so eine Rückschau bekommt. Ja. Also hast du die Erfahrung auch gemacht, absolut, dass die Leute das erzählen? Das wird jede Seele, mhm. Bevor ich hier, dass die Dinge, also wenn eine Seele aus dem Körper scheidet aus, erste 3 Tage, die sind die irdische Schwingung, das ist das Stehen, diese hier von Körper trennen. Und dann von siebte Tag, das ist der 7. Tag von diese irdischen zu lösen ein bisschen, um Verarbeitungsphase zu gehen. Und das ist die erste Reihe jenseits bringen, idealerweise. Und da stehen sie bei ihm. Erst die empfangen haben, Bekannte mit anderen, und dann stehen sie neutrale 2 Lichtwesen. Und dann geht es ganze Leben Review. Dann schaue ich an, ja, was habe ich mir vorgehabt, in Leben zu nehmen? Wie habe ich das geschafft? Und wenn ich sehe, es ist das, mein Leben habe ich ja voll daneben gelebt und ich entscheide mir, ach Gott, ich möchte gehen zurück und ich will es wieder das in Ordnung bringen, dann ist das meine Wille auch. Mhm. Dann entscheide ich dafür, ganz bewusst aber. Ja? Oder ist das dann, sage ich, ja, eigentlich habe ich ja einige Basen toll geschafft. Ja, und dann ist das die Dinge. Dann gibt es noch die Möglichkeit. Und da wird es. Da stehst du, beobachtest dein Leben. Alle Lebenserfahrung geht durch. Schaust du durch und siehst du dich, wie du dich in diesem Leben, wie du mit dieser Erfahrung, vorgenommenen Erfahrung, hast du vollständig erfüllt oder nein. Davon hängt ab. Und von dieser Erfüllung und allen, ich sage, wiederum gibt es
Dankbarkeit, Vergebung, Dankbarkeit, Liebe loslassen. Mhm. Wenn diese Dinge loslassen und Liebe haben es geschafft, jede Erfahrung wird erfüllt. Schön. Jede Erfahrung. Schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass ihr beide da wart. Es ist immer wieder faszinierend, was sich dann doch in dem nicht anfassbaren abspielt. Und freue mich natürlich immer wieder, wenn ihr kommt. Wenn man natürlich ein bisschen von dir was erfahren will, du hast ja natürlich auch ein tolles Buch geschrieben, dass man einfach auch dein Leben mal sieht. Du hast ja in 2 Tagen gelesen. Ja. Und wenn man jetzt aber mal vielleicht schon so eine Überprüfung haben möchte, wo stehe ich, dann mache ich das in meinem Leben so, dass ich auch gut gehen kann. Kann man da auch mal reinschauen, also sich bei dir melden? Ja, kann man melden, ja, habe ich dir auch Homepage, mhm. www.bachetner.de. Da habe ich ja, da kann man melden. Das wäre nämlich schon auch mal interessant, gell? So also sie macht ja auch Rückführungen. Mhm. Also aber wenn jemand wissen möchte, was er in vorigen Leben schon erlebt hat und so, das macht Rückführung sie auch. Sagt ja, ich führe nicht den Menschen, ich schaue selber an. Mhm. Ich sehe selber und der Mensch sitzt normal. Die viele haben die Rückführung, dass die Patienten führen sie zurück. Ich nicht. Das ist, wenn man Patient, ich schaue sehr, was mir Engelwelt öffnet, welche Problem, das schaue ich an. Öfter diese Rückführungen, die sind die Gedankenwelt, Bewusstsein, wenn man nicht jede schaltet ab, was ihm so, das ist beeinflussbar. Mhm. Das ist Unbeeinflussbares kommt und ich weiß auch selber nicht, was da kommt. Ja. Deswegen, wenn die kommen, sagen, das ist die, sag, ich habe keine Ahnung, was kommt. Mhm. Was kommt, das kommt, ob es ihnen gefällt oder nein. Aber am Ende, die Menschen sowieso sind sie damit Waffe, ja, ja, was da rauskommt. Auf jeden Fall, yes. Aber es, auf jeden Fall, das ist die eine Art Therapie. Das ist die körperliche, seelische, mhm. seelische Probleme. Aber jedes seelische Problem irgendwann körperliche verursacht. Ja. Ja, da. Also wir machen noch ein paar Sendungen, dann mal zwischen den 2 Geschichten. Ja, jetzt hatten wir ja wirklich den Eintritt in die Seele, jetzt den Austritt heute mhm. aus der Seele. Und dann gibt es natürlich auch noch viele Herausforderungen im Leben. Ja. Und dann freue ich mich, wenn ihr wiederkommt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Nächstes Mal sprechen wir uns wieder nicht ab und kommen einfach in der gleichen Farbe, oder? Ja, genau. Aber schön. Es ist schön. Ja, das es war wirklich lustig, wo ich die Tür aufgemacht habe und wir waren absolut schön in der gleichen Farbfrequenz. Ganz toll. Also danke, dass ihr da wart. Bis bald. Danke. Liebe Zuschauer, ja, wunderbar, diese Themen einfach mit unseren Gästen mal zu besprechen und ja, sich ein bisschen berühren lassen und schauen, was wir von dem Wissen natürlich auch in unsere Lebensqualität integrieren können, im Hier und Jetzt, und bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Bis bald. Danke. Tschüss. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte hier registrieren Sie Vikrisana, denn damit können Sie alle Sendungen auch ohne Werbeunterbrüche genießen, und abonnieren Sie auch hier den YouTube-Kanal. Das verbreitet diese Sendung noch viel, viel besser. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt, und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.